Eine neue Pro-Club-Folge steht da nach einem souveränen Sieg in der letzten Folge. Geht's jetzt weiter? Es geht, es geht, es geht schon wieder gut los. Weiter. Schluss. Mann, ich will wissen, ob die weit ist, Alter. Die sind geil. Nein. Ja, aber ich will wenigstens, dass Hans Zapper mit seiner Ollen weiter ist. Nein. Der Hans Zapper wird ins Finale kommen. Hans Zapper ist scheiße, ist ein Ex-Schalker. Na und trotzdem, Hans Zapper ist Hans Zapper. Nein, tut mir leid, dafür sitzt der Stachel so tief. Ja, bei dir sitzt was ganz tief im Arsch. Ah, ich wollte passen, Max. Bin frei, ich darf schießen. Okay. Ich darf schießen. MSC, ich darf schießen. Ja, mach aber bitte nicht direkt. Ich bin mal eingefallen und schieße nicht aufs Tor. Ich schieße nicht aufs Tor. Darf ich schießen? Ich schieße doch nicht aufs Tor. Was machen wir direkt? Ja, meine... Schieß nicht aufs Tor, was nee, wir machen ich direkt? Ich meine, was machen wir jetzt? Hier, das zu mir. Ich mach's MSC, komm, 3, 2, 1. Abseits. So, sag ich doch, so macht man das. Nutten! Erstes Tor, schön gemacht, so macht man das. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wäre ich auch dran gegangen. Ja, cool. Oder? War das knapp oder war das knapp? Ich weiß ja nicht. Das wäre sowas von abseits. Ja, gut. Ich will Fuß hinmachen. So, Max kam hier, sein erstes Tor verliebt. Ja. Wäre so Felipe Santana abseits gewesen vom Mann. Kann man sich nicht. Nö, das wäre noch extremer wünschen. Gewesen. Was macht Felipe Santana hat ja verdient das Fliegerlied haben. Welches? Das Fliegerlied. Und ich flieg. Flieg wie ein Flieger und. Es gibt Copyright-Ding hier. Müssen wir achten. Ich hätte gerne hier BVB, falls ich als Torwart mal ein Tor schießen sollte. Du schießt. Oder eine Parade habt. Also, du bist schon wieder am Tor? Geh raus da! Da ja, passiert genau das. Ich hab ihn gehalten. Ja, mit Glück. MSC, Tobi bleib stehen. Jetzt. Mit Glück hat's verstanden. Alter, scheiße sieht die geil aus. Guck mal, meiner hat jetzt wirklich übelst viel Sprungkraft. Er redet nicht über die Frau bei Let's Dance, sondern über Tobis Spieler. Dann faul. Meine Oberweite ist am besten. Ah, lol. R auf XD. Ja, mit deinen Männertitten, kein Wunder. Der Mondschein. Freistoß. Oh nein. Ich krieg hier nicht mehr Eckball, sondern Freistoß. Preis. Schieß ihn, so um die Mauer herum. Der wäre schon einfach drin gegangen. Ja, aber der sollte eigentlich in die kurze Ecke gehen. Hätte ich aber weiter nach rechts gemusst. Der ist links einer zum Svet. Mit links. Du stehst gerade im Abseits. Liegt daran, dass ich gerade mein Mikro in der Hand halte und mich nicht gleichzeitig bewegen kann, weil Push-to-Talk auf dem Gamepad ist. Tobi bleibt stehen. Oh, das stimmt, ich kann ja eh nicht köpfen. Ist ja genau das. Warum rennst du vom Ball weg? Weil ich schwarz bin. Er kann ja eh nicht köpfen. Nur weil ich schwarz bin. Dann probiert man es auch nicht. Ist zu schön, um zu köpfen. Tobi spielt immer Wert. Du kannst auch nicht halten, deswegen geh einfach auf dem Tor raus. Tobi spielt immer Wertangst vom Ball und die anderen spielen alle Wertangst vom schwarzen Mann. Was? Spielt Tobi bitte? Tobi spielt immer Wer hat Angst vorm Ball? Und die anderen spielen alle Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, aber nicht nur im Spiel, nicht nur in FIFA, im Real Life. Schön, wer ihm den Ball wegnimmt. Ja, ich hab einen Freistoß vorausgeholt. weil Erik ihn gefault hat. Erik, Taktik. Warte, ich komm auf. Oh, Menno. Der ist drin. Zum Torwart. Ich bin sogar erst in die falsche Richtung gelaufen. Ausgelaufen. Das ist hässlich, Alter. Das muss man nicht loben, das ist Standard. Warum hast du die 69? Alter, die hat echt krass. MSC 69. MSC 69 vielleicht? Ja, warum hast du bei MSC 69 die 69? Hier, Erik. Alter, das fragst du noch. Weil und Max, Michael Schumacher alles 69 noch geboren ist und wenn man die Monaco Pole 2012 mitzählt, hat er 69 Poles. Damit ist das auch mal geklärt in einem offiziellen Video. Dankeschön. Und das MSC steht auch nicht für Kreuzfahrten, das steht für MSC Michael Schumacher. Vorne, 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 vorne. Ja.
Better. Oh, gut, Ballname. Ich hab auf passen gedrückt. Ich wollte in der Mitte. Passen. geht nicht. Schuss. Tor. Wir müssen einfach Freistöße rausholen. Ja, und dann lässt er mich schießen. Unsere Taktik am besten noch von der Mittellinie. Es gibt, dass diese komische Standardsituation wieder geklappt hat, aber wir sind beiden Freistoß. Voll easy. Hast du, Erik? Oh. Ja, unglaubliche Paraden. Erik? Ach gut. Alter, die KI spielt so richtig geile Steilpässe. Ich glaube, der ist vielleicht sogar durch. Ja, der ist durch. Außer Erik... Oh, starke Grätsche. Oh. Außer Erik benutzt die LT... Schwach. Die Erik-Taste, die LT-Taste. Durch. Weiter so. Ich wollte nur hier den Angriff verhindern gerade. Obwohl, die hat eigentlich ganz schön fette Oberschenkel. Alter Mann. Um wen geht's eigentlich immer noch? Ja, es geht's gerade nicht, da hat es gerade eine, die ich... Genau. Geht's dir jetzt um die schwarze oder um die blonde von Panzer? Nee, die schwarze war vorhin, halt, die schwarze musst du dir mal angucken, die ist richtig krass. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die. Mann, scheiße, irgendwas mit Ohr, ich hab schon wieder vergessen. Scheiße. Gutes Raumspiel. Wie heißt der nochmal von Schalke, der momentane Torwart? Von Wellenreuter. Wellenreuter, der ist auch ziemlich gut und macht nie Fehler. Ja. Das ist der Vorder-Antonio, oder? Natürlich. Die heißt Enissa. Nissan? GTR oder was? Oh Gott. Ja, wenn sie so heiß sind, kann ich mir gut vorstellen, dass sie abgeht. Die Hupen hat sie auf jeden Fall. Und Felgen hat sie auch. Ja. Das Hupen funktioniert. Ich glaube, wir gleich später rausholen. Mann, Alter. Hat er da Lupfer gedrückt? Nee, er hat Schuss gedrückt. Hätte man ja hochpassen können. Unten ist er komplett frei, ne? Aber MSC wäre nicht seine Sicht umstellen. Alter Junge, passt doch Tobi dann. Was soll ich denn machen? Mann, Tobi, passt doch, der ist schon alle frei. Wechsel du einfach mal. Oder mach Finesse, aber nicht Tobi. So dribbel. Tobi stand ja auch frei, deswegen musste Tobi ja sich selber den Ball. Wechsel mal deine Sicht. Also ich will ja nicht sagen, dass der Torwart das bis heute in dem Spiel bisher alles richtig gemacht hat. Ja, trotzdem, die Mehrheit deiner Fehler überwiegt. Deine Fehler überwiegen, ich wollte gerade sagen. Ich wollte auch sagen. Bitte. Oh. Lass mir mal genau kommentarlos. Das wollte ich machen, da soll der Ball hinkommen. Das lass mir kommentarlos. Ja, Piszczek-Flanke. Nicht denken, dass wir jetzt Piszczek hassen, wir sind Dortmund-Fans, also zwei hier. Na, Erik. Die anderen besten. Beine kommen aus Niedersachsen. Und da in anderen. Das heißt Video. Urin-Test auf Polnisch. Piszczek. Hast du den Abruf gesehen? Hast du 45 den Abruf gesehen, provozierte Fouls? Ja, Tor. Ich hab null. Ganz stark, ich hab jetzt. Ja, so hässlich wie Tobi ist, da will man auf faulen, Alter. Genau wie Papa ist besser als wieder. Wenn es jetzt nochmal klappt, ich raste aus. Das klappt nochmal, oder? Das klappt ja nicht. 10 von 10 Kopfballstore aus dem Stand. Sprungkraft plus. Das ist wie, Alter. Warum klappt das denn nicht mit? Warum der immer passt, glaube ich, einfach. Nee, weil er keiner mitläuft. Das ist ein Problem. Weil du hast dann keinen Partner, die dahin laufen. Wie geil. Ich will nicht sagen, das ist geile Tore. Drei Kopfballtore? Traumtore. Ja. Einer von Max. Eins von Max und zwei von MSC. Also musst du mal die Gegner jetzt. Ja, Torquote stimmt wieder, ne? Zwei Tore pro Stil. Pro Stil? Guck mal, du musst jetzt guck mal, Bond spielt Ross mit. Terence Ross? Warte, ich muss es ja jetzt abspielen, ne? Nee, Ross Anthony. Terence Ross? Ist der Boss? Er soll aber von seinem hohen Ross runterkommen. Oh Gott. Hab ich meinen Namen gehört? Schumacher. Gummacher. So, 3:0 zur Halbzeit, 3 behinderte Tore. 3 gute Tore. Es gibt keine behinderten Tore. Oh, das war geplant. Erik?
Ja, weißt du, wie keiner. Es gibt keine Benenton-Tore. Es gibt nur gute Tore. Das ist gerade irgendwas. Oder der Betonmischer ist wieder am Werke. Tobi, was ist noch mit Terence Ross? Zwisch. Ah. Das habe ich jetzt gesucht, dass er mich nicht vorher nach vorne gelaufen. Unser MSC Erik. Nein, renn durch, renn durch. Ich glaube an dich. Du schaffst das, renn durch. Siehst du? Renn du. Nee, wenn er nicht der DK gewesen wäre. Ja. Max, du ja hast gerade eben nur ganz leichtes Abseits aufgehoben. Ich wette nun. So. Erik hat seinen eigenen Spieler um und passt nochmal zum Gegner. Starke Grätsche. Weiß. Phänomenale Grätsche. Muss ich heute ein bisschen in der Defensive profilieren. Abwehrball weg hier. Renn du hier. Alter. Krass gepasst. Aber weißt du, dann kommen die Verteidiger auf einmal so 200 km auf einen zugelaufen. Ja, so gerade ist, ne? Hummels. Mertesacker. Fuß aus dem V. Jo, ich glaube, die machen jetzt unsere Taktik, ne? Aufpassen. Haben sie mal Klappzeitfalle. Höchste Eisenbahn hier ist. Das klappt bei denen nicht. Das klappt nur bei uns. Die sind nicht eingeübt. Tobi, renn nach rechts. Wir haben das nicht studiert, wie MSC und ich. Siehst du? Ja. Nein, Tobi verkackt's. Tobi verkackt's nicht, Tobi verkackt's doch. Erik, so. Oh, schön. Lupfer, Lupfer, Lupfer. Zu Torwart. Erik, Lupfer. Oh, war das noch ein Kopfballtor? Ja. Mal, guck mal, das ist immer genau hin. Oh, Freischuss hatte ich schon. Der ist aber scheiße, ja, kann ich nicht mehr so gut schießen. Die Freischuss ist. Nice. Sauber. Du musst läuft gerade richtig. Bei jedem Torjubel muss irgendwas mit Fliegen. Wenn das so weitergeht, dann. Ja, wenn der Torwart so hält, wenn da vorne die Tore so gemacht werden. Fly. Boah, wenn wir jetzt noch zu Null spielen würden, das wäre ja die Krönung. Aber den machen wir nicht, dann tun wir wahrscheinlich wieder einen göttlichen Torwartfehler. Ich kann's ja verhindern, Tobi. Ich kann's ja verhindern. Und komm, mach keinen Scheiß. Gott. Die Punkt-Club-Folge heißt dann mit Köpfchen oder so. Tobi, du musst die so nennen, ne? Ja. Ja. Eigentlich müssen wir jetzt jedes Tor mit Kopf machen, oder? Demnächst dann jedes Tor mit Fahrrückzieher. Wer war sonst noch was? Nur Tor. Starke Parade. Wow, die hat auf dem Mann. MSC? Einmal darf ich auch nicht verkacken. Rot! Oh, nee, geht weiter! Ey, wir sagen von hinten. Habt ihr das Foul hätte von Nassi abgepfiffen, wäre es glatt rot gewesen. Hätte er nicht, also hätte er sofort abgepfiffen, meine ich. Der hätte es glatt rot gewesen. Ja, hast du das Foul von Nassi an Neymar gesehen? Oder von Silva an Neymar? Ich hab's gesehen, Antonio. Ja. Wo er ihn von hinten einfach in die Beine haut, ja, und nur gelb kriegt. Nur gelb. Und alle haben sich beschwert. Größter Schwachsinn, Alter, da war das. Weißt du, und da kriegt Ibrahimovic vorletzte Woche kriegt für so nix rot. Und der klarste Tätigkeit seit Jahren nix. Also nur gelb. Immer gegen Neymar, ja, bei der WM. Ja gut, gegen Neymar bei der WM, ich hab's ein bisschen gefeiert, Alter, wie der da hinten rein ist zu. Oh. Zu Niger, Alter, der war schon böse. Ja, Freistoß. Ja, aber der hat dann richtig böse. Ja, gut. Oh, wie viele Minuten lang jetzt dazwischen? 10 Sekunden? Get out. Danke, aber rein. Hä? Ich hab gesagt, er soll reinflanken. Darf ich nach vorne? Wie ist einfach drauf? Ja, MSC, komm hier. Pass auf. Was ist MSC? Wenn jetzt noch ein Kopfballtor kommt. Oh Gott. Dann geh da auch hin. Dem Ball entgegenkommen. Du weißt ja das. Das lernt man in der G-Jugend. Dass man dem Ball entgegengehen muss, oder was? Ja, und bei Standardsituationen oder immer zwischen Ball und Gegner stehen. Ich bin gefault, aber. Ich meine zwischen Tor und interessiert keinen Gegner. Tobi, dass du gefault wirst. Doch, das sind so Grundregeln, die weiß Tobi nicht, weil er in dem Verein gespielt hat. Nö, Beuger nicht. Ich bin so schlecht genug. In der Abwehr immer hinterm Verteidiger, also Stürmer. Ja. Falls der Ball dann hochkommt und weit, dass man dann vor ihm ist und ihn schon blockieren kann. Weißt du, sehr gut. Darf ich schießen? Darf ich die Flanke? Alte Taktik? Ich mache aber Flanke.
Nee, ich glaube, die Position ist gut für mich, um direkt zu schießen. Mal gucken. Aber ich mach nee, die Flanke. Ich versuch's mal, dass wir das direkt ich mach Flanke. Kopf, ich mit Köpfchen wieder machen. Ja, aber also, wir wollen jetzt mal zu 0 spielen. Na und? Ich renn auch dann direkt nach hinten. Wisst ihr, ich schieße. Komm schon, Erik, ich renn direkt nach hinten. Nein, Antonio. Bitte, es steht 4-0! Mach mal zweiten Schützenruf und dann halt die Taste gedrückt und drück leicht X. Okay, ja. Es liegt. Nein, ich schieß drauf. Der ist nicht drin. Wir hätten es ja mit Köpfchen machen können. Was dann passiert wäre, hättest du das gemacht? Der hat den für dich aufgelegt, hochgelegt. Ah! Das wäre ziemlich nice gewesen für dich, aber okay. Fürs nächste Mal weiß ich das. Torwart AFK? Obwohl Isabel sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht keine schlecht aus in deinen Augen. Oh, das war eine Grätsche, die sich gewaschen hat. Hummelsgrätsche. Die war aber nicht sauber, die Grätsche. Doch, war sie. Oh, das ist ein Erik hier am Werk. Ja, ein Erik. Ja, ich wollte gerade sagen, weil er den Ball verloren hat, ein Erik. Oh! Rage Quit. Ich würde sagen, krasses Spiel gewesen, das soll es gewesen sein für die Folge. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Grüße an meine Abonnenten.